Hi, hier ist wieder Dr. Karim von der Tierarzt. Ich bin wieder zurück aus meinem Wanderurlaub ganz oben in Schweden und es war wirklich herrlich. Das sieht jetzt natürlich nach eitel Sonnenschein aus, aber nachher sahen wir so aus. Jetzt bin ich froh, endlich wieder neue Videos für euch zu produzieren. Und das erste Video wurde mir während meines Urlaubs zugetragen. Und zwar hatte mich da eine Firma angeschrieben, ich solle doch bitte Werbung für ihre CBD-Öle machen. Das ist Cannabidiol, ein Wirkstoff aus der Cannabispflanze. Das soll gegen alle möglichen Sachen helfen. Werbung machen wir jetzt hier bei der Tierarzt für Produkte nicht, aber ich habe das mal zum Anlass genommen, um mir die Studienlage zu CBD genau anzuschauen. Die Firma, die mich angeschrieben hat und die anderen Firmen, die auch CBD-Produkte für Hunde und Katzen herstellen, sagen nämlich, dass ihre Produkte gegen alle möglichen Leiden sehr effektiv helfen sollen, ohne dabei irgendeine psychogene Wirkung zu entfalten. Also kein Hai, dafür zum Beispiel auch kein Schmerz. Oder bessere Stimmung. Oder weniger Erbrechen. Oder bessere Merkfähigkeit. Ja, das sind alles Dinge, die CBD-Produkte können sollen. Und schauen wir mal, was da wirklich dran ist. Ich würde euch wirklich gerne eine Antwort geben, ob CBD bei unseren Vierbeinern wirkt oder nicht. Die Wahrheit ist aber, wir wissen es nicht. Noch nicht. Denn die Forschung in diesem Bereich ist in der Tiermedizin gerade erst gestartet und es lohnt sich wirklich mal einen Blick darauf zu werfen, was wir wissen und was nicht. Was wir bisher definitiv sagen können: CBD macht nicht high. Es stammt zwar auch aus der Cannabispflanze, ist aber ein anderer Wirkstoff als THC und entfaltet seine Wirkung über bisher unbekannte Wege. Für den Menschen gibt es schon seit sehr vielen Jahren unzählige Studien, die sich die Wirkung von CBD angeschaut haben, bei allen möglichen Symptomen. Wie immer gilt aber, dass die Aussagen aus Studien nicht alle gleich wert sind. Es gibt gute und es gibt schlechte Studien. Und sich da durchzuwühlen, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Und deshalb ist es sehr praktisch, dass es Expertengremien gibt, die genau das machen und dann sogenannte Reviews, so Übersichtspaper publizieren, wo sie sagen, das können wir definitiv sagen und das hier können wir nicht sagen. So ein Expertengremium hat herausgefunden, dass von diesen ganzen Dingen, die CBD nachgesagt werden, genau zwei wirklich zutreffen. Naja, aber immerhin, denn diese beiden Punkte sind für Menschen, die betroffen sind, wirklich große, schwerwiegende Probleme. Jetzt kommen wir Tierärzte ins Spiel und haben ein Problem, denn wir können Ergebnisse von Menschen nicht einfach auf Hunde oder Katzen übertragen. Beispiel, wenn ich ein Kaugummi ohne Zucker, aber mit Xylitol zu mir nehme, dann finde ich persönlich, dass das eklig schmeckt und irgendwie so ein Pappmaul macht, aber ich sterbe nicht daran. Anders als der Hund, wenn er es frisst. Hunde und Menschen sind nun mal recht unterschiedlich. Gleiches Beispiel bei Katzen, Teebaumöl. Ich werde davon nicht sterben, die Katze schon. Wir brauchen also Studien, die sich CBD auch beim Hund und bei der Katze anschauen. Was wissen wir also bisher über CBD bei unseren Vierbeinern? Nicht viel. Es gibt eine Studie, in Worten eine, die sich angeschaut hat, wie CBD bei Hunden mit Arthritis-Schmerzen hilft, ob es da Schmerzen lindert oder nicht. Und das Ergebnis dieser Studie ist nicht wirklich eindeutig. Ich habe euch diese Studie von Gamble und Kollegen im Beschreibungsfeld verlinkt, da könnt ihr mal selber reinschauen. Diese Studie ist sehr gut gemacht, hat nur ein Problem, denn es wurden lediglich 16 Hunde untersucht. Das ist natürlich sehr, sehr wenig und lässt keine genauen Schlüsse zu. Was wir aus dieser Studie sagen können, ist, dass CBD in Öl gelöst von Hunden besser aufgenommen wird. Außerdem wurde tatsächlich festgestellt, dass die Arthrose-Schmerzen dieser 16 Hunde unter einer CBD-Therapie besser wurden. Aber ob das jetzt ein Artefakt ist oder ein echtes Ergebnis, wissen wir einfach nicht. Und deshalb können wir da keine definitive Aussage machen, ohne weitere Studien. Das sagen auch die Autoren selbst und rufen zu mehr Studien in diesem Bereich auf. Und was uns ganz elegant dazu bringt, was wir bisher nicht über CBD bei unseren Vierbeinern sagen können. Wir wissen nicht, ob CBD bei unseren Vierbeinern wirkt und falls ja, wie es wirkt. Und jetzt mal ganz Klartext geredet. Im Internet findet man CBD-Öle für um die 30 Euro. Für 10 Milliliter.
Die Studie von Gamble und Kollegen hat festgestellt, dass das CBD, das man dem Hund gibt, ungefähr 4 Stunden hält. Man muss also alle 4 Stunden eine neue Dosis geben und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie teuer das auf Dauer wird. Daher meine ganz klare Empfehlung: Wenn euer Hund Schmerzen hat, gebt ihm ein Medikament, von dem ihr sicher wisst, dass es funktioniert. Euer Tierarzt kann euch verschiedene sehr effektive Schmerzmittel geben, die deutlich günstiger sind und bewiesenermaßen wirken. Und pro Tipp, die beste Methode, um Arthrose-Schmerzen vorzubeugen, ist sogar kostenlos, nämlich Gewicht reduzieren. Als Fazit kann man sagen, es bleibt spannend, denn CBD ist durchaus vielversprechend, wie wir ja aus den Humanstudien wissen. Aber wir haben einfach noch nicht genug Daten dazu. Das wird sich aber sicherlich in den kommenden Jahren ändern und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Klickt doch hier unten auf den Abo-Button, dann verpasst ihr nicht, wenn ich ein neues Video mache und euch ein Update zu CBD bei unseren Vierbeinern gebe. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, viel Spaß mit euren Vierbeinern.